Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Gilde 2 Renaissance. Wir haben ja in der letzten Folge uns als Totengräber verdingt oder begonnen und uns als Totengräber zu verdingen. Und ja, jetzt sind wir halt hier schon fleißig am Werk, aber ich habe gerade festgestellt, dass unsere finanzielle Situation gar nicht so rosig aussieht. Und dagegen müssen wir natürlich was tun. Das ist ganz klar. Zum Beispiel könnte man ein paar Büsten verkaufen. Ein paar Steinbüsten hier. Na. Der Karren rollt. Ab dafür. Und wir könnten natürlich auch mal ein bisschen was vom Gebein hier verkaufen. Was haben wir denn hier? Was kostet das? 109? Ja, okay, komm. Ab dafür. So, wir müssten ja so langsam mal... Wo ist denn der Karren? Hm? Karren? Karren? Da. Der Karrenknabe. Unterm Baum versteckt. Ich eile. Wir müssten ja so langsam mal einen Vorstoß in die Politik wagen. Hallo? Rauszoomen bitte. Hallo? Ich will nicht reinzoomen. Ich will rauszoomen. Gnarf. Einen Vorstoß in die Politik wagen. Handkarten. So, jetzt geht's wieder. Kurios. War gerade komisch. Das dauert nicht lange. Und da frage ich mich jetzt gerade, ob wir einen Vorstoß in die Politik von Hall oder von Kufstein wagen wollen. Wo ist denn das Rathaus von Kufstein? Achso, das war hier oben irgendwo, ne? Ja. So, Sitzungsplan, keine Termine. Gesetzebuch. Umsatzsteuer 20%, Kirchenzehen 6%, gerecht. Titel kaufen haben wir kein Geld für. Leider. So, und in Kuhstein sind sie uns noch freundlich gesinnter als in Hall. Wer ist denn wahlberechtigt für das Amt des Henkers? Das passt ja irgendwie als Gruftenbesitzer und Studierter. Oder, nee, Studierte, Gelehrte will man natürlich unbedingt Henker werden. Kerkervogt, Gildenvorsteher, ist auch wahlberechtigt, das ist schlecht. Und der Landesherr. Von Kerkervogt und Landesherr könnte man Fulko Suppentopf, das ist auch ein schöner Name. Juliane Wartburger und Luise Lau. Okay, was haben wir denn hier? Gilde der Handwerker sucht Waren. Drei Kirchenglocken. Nein, warum habe ich das weggedrückt? Ah. Schiete, warte, Moment. Gildenhalle. Eine Müdigkeit vorschützen. Ach, halt, warte. Es fängt ja schon gut an hier. Gildenhalle? Soll ich helfen? So, gut, dann nimm das jetzt mit hier. Zack, und nun, dann her ist mit meine dir. Leidenschaft. Prag braucht Kriegsmaterial, das habe ich nicht. Diplomatie, Fehde, ja, auch nicht schlecht. Stufenaufstieg, wunderbar. Neues Gebäude wurde errichtet, das kennen wir schon. Gildenmeister von Hall. Okay. Wo ist der Feind? So, warte mal. Dich entferne ich jetzt mal hier dynastiemäßig aus der Gruppe. Du bist nämlich irgendwie weg. Du verstoßener Sohn. Aus Gruppe entfernen. Ja. So, und Hermine. Achso, Hermine ist klar. Franziska, was ist die? Ist die noch am Lernen oder hat er die schon ausgelernt? Wer ist denn gestorben? Radebrecht aus der Dynastie. Radebrecht ist heuer gestorben. Gilde der Handwerker sucht Waren. Kufstein. 4 Kirchenköpfe für 700. Na toll. Habe ich aber was gekonnt mit. So, hier. Auftragsbuch. Ah, okay. Söldner mit Erfahrung und pikanten Dingen.
So gut wie erlebt. Nein, bleib Arbeit hier. Ist meine Leidenschaft. Das ist ja... Na gut, okay, nein, dann gehen wir halt nach Kufstein, verkaufen dort die dämliche Kirchenglocke. Das hat sich voll gar nicht gelohnt. Nur weil ich den Auftrag weggeklickt habe, na toll. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Hermine wieder in die... oder jetzt endlich mal die Franziska, meine ich natürlich. In die Dynastie auf. Franziska, wo bist du? Da bist du, okay. Franziska, in die Gruppe aufnehmen, unbedingt. So, und sie kann jetzt nämlich mal in die Politik gehen, würde ich sagen. Wir könnten gleich mal gucken hier. Charakter, genau. So, das heißt, sie braucht... Was braucht sie denn? Empathie und Rhetorik. Vor allen Dingen Rhetorik, denke ich. Empathie ist, glaube ich, erst später wichtig. So, was haben wir denn hier? Packesel ist, glaube ich, dämlich. Eisenhaut ist auch nicht so. Wollten wir sie eigentlich dann zur Kämpferin umschulen? Weiß ich gerade gar nicht. Meister des Dunks ist auch unnötig. Hinterlistiger Kämpfer klingt natürlich gut, aber gebildet. Das Beste aus euren Erfahrungen zu machen. Für jede Stufe in dieser Fähigkeit bekommt ihr 5% mehr Erfahrung, wenn immer ihr Erfahrungspunkte erhaltet. Ich glaube, das nehmen wir. Das nehmen wir. Gebildet. So, sehr schön. Rhetorik, 4 Stück. Geld zum Bestechen haben wir nicht. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Das geht schnell. So, dann hier und so bewerben. Zack, Büsten verkauft. Sehr schön, damit sind wir aus den Schulden raus. Raus aus den Schulden. So, in Vino Veritas liegt die Wahrheit. Jetzt ist es hier schön hell, erstaunlicherweise. Also tagsüber. Ich finde interessant, dass der Tag- und Nachtwechsel auch in den Räumlichkeiten sozusagen berücksichtigt wird. Das finde ich irgendwie toll. So, müsste man direkt mal gucken. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Bei mir wird gewissen. Ja gut, hier ist es auch so. So, auf ein Amt bewerben. Achso. Warte mal, na klar, wir bewerben uns auf das Amt, das leer ist, auf den Pachtmeister. So, perfekt. Hier, das ist meine Amtsbewerbung. Bitte reicht sie weiter. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Machen wir doch umgehend. So, Stufenaufstieg, Franziska, das hatten wir schon. Unsere Bewerbung. Oh, jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Terminbuch. Heuer gestorben. Tagebuch, Terminbuch. Franziska, 17 Uhr im Winter 44. Das heißt, die kann gleich hier stehen bleiben eigentlich. Was haben wir denn noch für Beweise? Der hat Immunität. Ja, den... Was? Einbruch bei Richard Eisenfaust? Bist du wahnsinnig dumm? Okay, Moment. Wenn wir schon mal dabei sind. Jemanden anklagen. Aber sofort. Weil hier, also bei uns einbrechen, bei jedem anderen hätte einbrechen können, da hätte ich nichts gesagt. Aber bei uns einbrechen ist selten wählich. Mensch, da macht die hier die ganze Außenarbeit, finde ich auch nicht schlecht. Eine Anklage eingereicht. Eine Dynastie trauert. Boah, hier sterben alle. Das ist irgendwie lustig. Also, es ist nicht lustig, aber... So, im Frühling um 9 Uhr pünktlich. Die bleibt hier einfach stehen, würde ich sagen. Wir können ihr ja noch einen Betrieb... Ach nee, können wir nicht. Wir haben zu wenig Titel. Um ihr noch einen Betrieb sozusagen... Ja, zuzulegen oder... Ja, um noch einen Betrieb kaufen zu können. Die Produktion wurde unterbrochen. Denn wir haben uns alle lieb im Betrieb. Das weiß man ja. Ihr seid Beisitzer vor Gericht. Wundervoll. Was? So, Produktion wurde unterbrochen. Das ist okay. Aldermann war, sind wir eh nicht. Ihr seid Beisitzer vor Gericht. Hermine Eisenfaust. Ah, ihr wurdet als Beisitzer zum Gericht bestellt. Geil. Der Fall Beisassin Franziska Eisenfaust gegen...
Thomas Jardine. 9 Uhr im Frühling im Gericht vom Hahn. Ah, geil. Solltet ihr euren Pflicht nicht nachkommen und den Termin versäumen, so droht euch eine erhebliche Geldstrafe. Na gut, das wollen wir nicht. Aber ich finde es natürlich schon erstmal sehr geil, dass wir da als Beisasse eingeladen sind, denn keine Müdigkeit Arbeit ist meine Leidenschaft. Ah, cool, wir sind bekannt, ist das nicht toll? Boah, cool, innerhalb der Hanse sind wir sogar schon gefragt. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Und unsere Familie? Achso, nee, Fremde will ich nicht, ich will die eigene. Am Hofe des Erzherzogs sind wir bekannt. Und innerhalb der Hanse sind wir gefragt und die Familie ist bekannt. Das ist toll. Ich dachte, da hat sich nichts geändert und wir wären voll die Lowbobs hier an der Hanse. Aber nee, das ist ja super. Mensch, da geht's ja hier richtig politisch los. Das ist ja wundervoll. Wollte ich gar nicht. Können wir eigentlich für unsere Hermine, ne? Können wir doch, oder? Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Ja, so, ne? Waffenschmiede und so. Achso, wir haben kein Geld. Okay. Ach, wenn das liebe Geld nicht wäre. Wäre das alles viel einfacher, ja. So, wir müssen jetzt mal kurz... nein, will ich doch gar nicht hier. Okay, die Preise sinken erheblich. Das heißt, wir stellen jetzt nicht mehr hier Schädelkerzen her, sondern... Was stellen wir her? Was stellen wir her? Wir stellen Knochenarmreife her. Die kosten nämlich mehr. Muhaha. So, dann würde ich sagen... Kufstein ist gerade Gottesdienst. In Hall auch? Fragezeichen. Auf, warte mal, ich hätte erstmal nachgucken können. Tatsächlich. Warten schon alle. Super, da kann sie zum Gottesdienst gehen, kriegt dadurch Erfahrung. Das wäre wundervoll. Ich muss dringend was gegen Ursel, die Ursel nimmt schon teil am Gottesdienst, das ist super. Und Bruder Richard ist noch unterwegs und will dann arbeiten. Warte mal, hat Richard eigentlich schon wieder hier... Ah, alles klar. Okay, gut, dann halt eben doch nicht. Dann doch nicht Gottesdienst, sondern lieber Rathaus. Ich frage mich, wie lange die gute Hermine braucht von Kufstein nach Hall. Reicht das, wenn wir sie da dann heute Nacht losschicken? Kurz nachdem quasi der morgige Tag angebrochen ist, oder dauert das da ein bisschen? Wahrscheinlich dauert das ein bisschen. So, was macht man hier jetzt? Empathie? Durchschauen bei Duellen, durchschauen bei Prozessen in der Politik, beim Bestechen. Ja. Achso, wie viel fehlt zur nächsten... Ach, gut, okay. Nee, braucht man nicht machen. So, sie sitzt da. Dann geht halt keiner zum Gottesdienst. Auch schön. Nein! Wollte ich gar nicht. Bleib da. Hier, zurück. So war das doch gar nicht gemeint. Warte mal. Wenn wir uns jetzt auf das Amt bewerben, wobei theoretisch müsste man uns ja automatisch wählen. Weil ich meine, immerhin Gilde der Gelehrten, da kümmern wir uns gleich drum. Hall. Hall. Hallo? Politik? Hall? Warum darf ich denn die von Hall nicht einsehen, bitte? Politik. Hall. Der Reiter springt nicht um. Ihr hört das? Ich klicke. Kurios, ich wollte mir das eigentlich gerade angucken, wen ich bestechen muss. Aber okay, okay. Dann halt eben nicht. So, Gelehrte der Gilde der Gelehrten zu Hall vermittelt einen Handelskontrakt für einen Sultan aus dem Morgenland über 3 Alma nach. Bei 800 pro Stück. Hall, nee, der Weg ist zu lang. Das lohnt sich nicht. Leider. So, 6 Büsten. Ab dafür. Hoffentlich wirst du nicht überfallen, das stimmt. Das hoffe ich auch. So, dann hier
Knochenarmreife ab dafür. Den Knochenarmreif machst du noch fertig. Ich bin ja hier mal ein bisschen Speed zu legen. Dann machen wir. Oh! Die Ratssitzung hat angefangen. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Edeltraut Spielmann. Sind. Okay. Entscheiden wir. Die Stimmen hier oben sind auch sehr klar verteilt, oder? Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Die Stelle des obersten Richters. Hat man von unten nach oben angefangen? Von diesem Amt kriegt ihr mich nicht weg. Folgende Personen haben sich beworben. Oder andersrum. Wahlberechtigten sind. Ja, Lothar Merten, da wird für seine Frau stimmen, ist klar. Ich denke nicht, dass ich mir etwas zu Schulden habe kommen lassen. Entscheiden wir nun über den Antrag. Ja, toll, entscheiden wir nun. Damit ist die Wahl beendet. Wir haben nun eine neue Amtsträgerin. Ich gratuliere. Die Frage von einem Kontor ist endlich. Ich habe es geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Himmel, das ist eine riesige Dummheit von euch. Wieso von euch? Das ist nur der König und der stimmt für seine Frau, ist klar. So, jetzt kommen wir, oder? Oder? Das Amt des ja, jetzt kommen wir. Folgender Bewerber hat sich eingefunden. Wir! Yay! Weil sich nur ein einziger Bewerber für das Amt eingefunden hat, ist keine Abstimmung erforderlich. Danke, danke. Ihr werdet es noch früh genug bereuen. Sehen, dass das eine gute Entscheidung war. Also, Franziska, vergiss mal deine Manieren nicht. Kostbare Zeit. Hiermit beende ich die heutige Sitzung. Wundervoll, boah, wir sind Pachmeister. Ist das nicht klasse? Ihr habt ein Amt erhalten. Boah, toll, ich freue mich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, am Niederlegen, ach, Teufel werde ich. So, kann man jetzt eigentlich irgendwie was Besonderes machen mit dem Amt? Nachfrage erläutern, Produktion wurde unterbrochen. Produktion, Knochenarmreife, ist klar. Erschließungsgebühr. Okay. Probieren wir nächste Folge aus. Jetzt kümmern wir uns erstmal noch kurz darum, dass hier ein bisschen Ektoplasma hergestellt wird. Das wollte ich noch schnell machen in der Folge. Und dann schicken wir noch schnell den Karren los zum Markt. Und nächste Folge gehen wir dann vor Gericht und schauen, was kommt. Und harren der Dinge, die da kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und noch einen schönen Tag, Abend oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr schaut. Und ja, genau, danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.